Ja, hallo, wir stehen hier mit Bärbel Höhn in der Senne an einem der schönen Sennebäche und haben heute die Senne erkundet mit unserer ehemaligen Umweltministerin in Nordrhein-Westfalen. Ich darf einfach mal fragen, Bärbel, was ist dein Eindruck von heute, von der Senne? Also, das ist schon sehr fantastisch. Ihr habt natürlich auch wunderschönes Wetter. Aber wenn man diese riesen Heideflächen sieht, diese Offenflächen, da merkt man einfach, das ist wirklich ein Gebiet, was einzigartig in Deutschland ist. Weil es ist de facto bisher da kein Kunstdünger drauf gekommen, keine Pestizide drauf gekommen. Durch diese militärische Nutzung ist dieses Sandgebiet, ja, ein Sandgebiet, das haben wir bisher ja in Deutschland in dieser Form eigentlich nicht und in dieser großen Ordnung, mit diesen glasklaren Sandbächen ist einfach einzigartig auch mit dieser Heide. Es gibt die Lüneburger Heide, aber wer Heide sehen will, der muss in die Senne gehen. Und von daher wirklich 1000, mehr als 1000 Arten von der Roten Liste sind dort zu finden. Also wirklich ein Juwel des Naturschutzes. Natürlich in den vergangenen Jahren immer wieder betont und dich dafür eingesetzt, dass das Nationalpark wird. Warum muss das Nationalpark werden, aus deiner Sicht? Ja, aus meiner Sicht ist das ganz klar. Wir haben einen Nationalpark in Nordrhein-Westfalen, das ist der Nationalpark Eifel. Und wenn ich jetzt mal diesen Wert anschaue der Senne, dann ist es klar, wenn wir in der Eifel einen Nationalpark haben, dann muss auch die Senne ein Nationalpark werden, weil sie einfach durch diese Einzigartigkeit noch viel wertvoller ist, was die Pflanzen und Tiere dort angeht, als die Eifel. Und es wäre natürlich auch für diese ganze Region eine wahnsinnige wirtschaftliche Verbesserung, weil hier gibt es so viel Bäder. Hier könnte man das sehr gut auch verknüpfen für die Menschen, für die Öffentlichkeit, für den Tourismus. Und in einem Nationalpark Senne, wenn das Militär abgezogen ist, eben auch dieses Gebiet endlich auch für die Öffentlichkeit eben zu öffnen und dass die dort auch die Möglichkeit haben, das Ganze mal kennenzulernen, wie ich das heute die Möglichkeit hatte. Nun hat gerade die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen aus CDU und FDP beschlossen, gerade nicht den Nationalpark als Ziel im Landesentwicklungsplan zu lassen. Was soll man denn jetzt noch tun? Also erstmal muss ich sagen, das ist offensichtlich wieder diese ideologische FDP, die eigentlich nicht verstanden hat, dass Freiheit bedeutet, wir wollen die Menschen, denen die Freiheit geben, in diesem Nationalpark die Natur kennenzulernen, sondern die wollen offensichtlich, dass alles weiter abgesperrt bleibt und mit Zäunen und Grenzen für die Menschen nicht zugänglich. Ich finde, das ist einfach eine Ideologie der FDP, die nicht mehr in diese Zeit passt. Was man tun kann, ist, sich nicht entmutigen lassen. Denn der Kampf für die Senne als Nationalpark, der ist ungefähr schon mindestens, ich weiß das, 25 Jahre lang alt und wahrscheinlich schon länger. Und da darf man sich nicht beirren lassen. Wir haben auch Ziele erreicht, die von denen viele Leute gesagt haben, die reicht ja nie, und haben wir doch geschafft. Und so bin ich ganz optimistisch und zuversichtlich, dass wir den Nationalpark Senne schaffen werden. Ja, ich danke dir für diesen Mutmacher. Recht herzlichen Dank nochmal für deinen Besuch in der Senne und hoffen wir, dass es in deinem Sinne auch weitergeht. Ja, Dankeschön. viel Erfolg für euch. Danke.